Hey, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erkam und die Koch Show. Heute machen wir ein Gericht, was Sloppy Jessica heißt. Für manche ist das vielleicht ein Begriff, für manche eher weniger, aber für die Leute, die Brooklyn Nine-Nine geguckt haben, wissen, was darunter gemeint ist. Und nochmal für die Leute, die es auch gemerkt haben, mein Erkam und die Kochshow-Intro ist ebenfalls von Brooklyn Nine-Nine. Also nochmal viele Grüße an dich, Emiran, dass du das Intro für mich damals gemacht hast, obwohl du die Serie immer noch nicht zu Ende geguckt hast. Naja, es ist irgendwie verrückt, aber wir wollten das unbedingt mal nachmachen und gucken, wie das wirklich schmeckt, weil das sieht so behindert lecker aus und so verrückt einfach. Und darum dachten wir uns, warum stellen wir das einfach nicht nach? Was ist das genau? Das ist eigentlich Pizza gemischt mit Chili und gemischt mit Macaroni. Ja, genau. Mac and Cheese. Die drei Sachen sind irgendwie in einem Brot gemischt. Ihr werdet es auf jeden Fall zum Schluss sehen. Ich hoffe, wir kriegen es auch hin. Also wir fangen direkt an mit den Nudeln. Die dauern ja ein bisschen. Dann machen wir weiter mit dem Chili und der Tomatensauce für die Pizza. Die ist eigentlich ganz simpel, aber wir werden euch auf jeden Fall zeigen, was ihr alles dafür braucht. Das Wasser für die Nudeln kocht jetzt. Wir machen weiter mit dem Chili. Und zwar dafür brauchen wir Hackfleisch. Wir haben jetzt 300 Gramm bis 350 Gramm genommen. Eine Zwiebel. Dann benutzen wir die Hälfte für das Chili und die andere Hälfte für die Tomatensauce, die wir dann machen. Also zunächst einmal werden wir unsere Zwiebel schneiden. Einfach in so kleine Stückchen. Eine kleine Würfel. Dann machen wir jetzt weiter mit unserem Chili. Dafür müsst ihr einfach die Zwiebeln jetzt mit Olivenöl anbraten. Wir tun jetzt gleich, wenn das ein bisschen erhitzt wird, die Zwiebeln rein und dann das Hackfleisch und dann ein bisschen Gewürz. Halt Chili könnt ihr dann selber entscheiden. Ihr könnt je nachdem, was ihr für eine Schärfe haben wollt, je nachdem, welche Paprika ihr benutzen wollt oder halt welches Pulver ihr benutzen wollt. Wir machen das Chili jetzt einfach unserer Meinung nach. Also unser Wasser ist jetzt erhitzt. Wir haben jetzt hier extra so Macaroni. Ihr könnt irgendwelche Nudeln benutzen, die ihr wollt. Wir haben jetzt einfach die benutzt. Ich hoffe mal, die meisten von euch wissen, wie Nudeln gehen. Dafür muss ich jetzt kein Tutorial extra machen. Unser Öl ist ebenso erhitzt, dann tun wir einfach unsere Zwiebeln schon mal hier rein. Und wenn die Zwiebeln dann so ungefähr goldbraun sind, könnt ihr auch das Hackfleisch reintun. Also ungefähr so muss das dann aussehen, dann könnt ihr euer Hackfleisch reintun. Und so sieht dann halt das Fleisch aus. Und wenn das ungefähr so ist, oder wenn ihr wisst, wann Fleisch ungefähr fertig ist, könnt ihr auch direkt eure passierten Tomaten reintun. Wir machen das jetzt die Hälfte, wie gesagt, hier rein und die andere Hälfte in den anderen Topf. Da machen wir unsere Tomatensauce und hier machen wir dann unser Chili. Ah! Wieso habe ich das nicht aufgenommen, Mann? Und was ich auch noch dazu hinzufügen möchte, von diesem Gericht gibt es jetzt kein wirkliches Rezept. Also wir mischen einfach unsere eigenen Ideen zusammen und machen dann das Beste draus. Ich hoffe, das wird einfach, ich hoffe, das klappt auch, aber wir versuchen halt unser Bestes. Das bei der Tomatensauce ist fast dasselbe Prinzip, einfach mit Zwiebeln wieder passiert Tomaten, einfach nur ohne Hackfleisch das Ganze. Erstmal das Öl erhitzen. Wieso hast du die Zwiebeln gerade in der Hand? Absolut keine Ahnung, ich war gerade ein bisschen verpeilt. Unsere Nudeln sind gleich auch fertig und hier dieses Chili, das sieht, oh Alter, das sieht so lecker aus. Warte, gib mir. Ich glaube, man muss das nicht mal in dieses Brot tun. Einfach Mac and Cheese mit diesem Chili wird, glaube ich, so knallig. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und dann tun wir auch unsere Zwiebeln rein. Und braten die identisch an. Und unser Chili ist auch fertig. Das werden wir jetzt hier einfach ruhen lassen und machen die anderen Sachen fertig. Und dann werden wir unser Brot auf jeden Fall belegen. Und das wird jetzt einfach eine schlichte Tomatensauce. Ich weiß, bei der Pizza benutzt man einfach nur entweder passierte Tomaten und streicht das so kalt auf. Aber wir machen das jetzt einfach so mit Zwiebeln, damit es einfach ein bisschen leckerer schmeckt. Wir haben unser Brot noch gar nicht gezeigt. Und zwar ist das so ein fetter Brocken. Und hier werden wir das Ganze belegen. Also es wird so ein Sandwich. Und am liebsten würde ich jetzt gerade hier reinbeißen. Aber wir müssen noch warten. Oh Mann, Alter, Liebe. Jetzt tun wir einfach unsere passierten Tomaten. Alles geplant. Also ich mach's ja nicht zum ersten Mal. Und das müsst ihr einfach wirklich einfach ganz kurz erhitzen. Und jetzt werden wir unser Mac and Cheese noch fertig machen, also unsere Soße. Dafür müssen wir einfach die Butter jetzt hier schmelzen lassen. Also wir haben jetzt 3 Esslöffel Butter. Dazu nehmen wir 3 Esslöffel Mehl und 3 Gläser Milch. Nachdem wir das alles gemischt haben, kommt dann unser Käse rein. Wir haben einfach eine Tüte geriebenen Käse. Ihr könnt Cheddar nehmen, ihr könnt Mozzarella nehmen, ihr könnt irgendwas nehmen, was ihr wollt, irgendeinen Käse. Unsere Butter ist jetzt geschmolzen. Dazu tun wir jetzt unsere 3 Esslöffel Mehl rein. Und nachdem das dann beides miteinander vermischt ist, tut ihr dann eure Milch rein. Das zusammen jetzt etwas erhitzen, damit die Milch etwas heiß ist und dann kommt auch unser Käse rein. Das könnt ihr ebenfalls mit Salz und Pfeffer einfach würzen. Nachdem das einmal fertig ist, tun wir unseren Käse rein. Alter, oh mein Gott, wie lecker das aussieht. Einfach reinbeißen, ey. Und danach könnt ihr eure Nudeln einfach reintun.
Und dann müsst ihr euer Mac and Cheese einfach umrühren. Alter, guck mal. Also wir haben jetzt hier unsere beiden Gerichte, einmal unser Chili und unser Mac and Cheese. Und die beiden müssen wir jetzt einfach miteinander vermischen. Alter, wie lecker das aussieht. Dann nehmen wir unser Brot und schneiden das in der Mitte durch. Wenn ihr wollt, schneidet das nicht ganz durch, dann also am besten einfach so zum Aufklappen. Und bestreichen unser Brot mit unserer Tomatensoße. Dann das Brot einfach mit etwas noch Käse, so wie eine Pizza, beschmücken. Wir tun jetzt nicht viel, weil in der Mac and Cheese ist jetzt schon ein bisschen viel Käse geraten. So dann einfach wirklich in den Ofen, bis ihr merkt, das Brot, okay, das wird langsam, wenn der Käse auch geschmolzen ist. Also, wie gesagt, muss nicht lang drin bleiben, einfach bis der Käse geschmolzen ist. Jetzt werden wir unser Mac and Cheese einfach hier drauf verteilen. Als ob ich so ein Brot beschmiere, ey. Ich glaube, so viel sollte dann auch reichen. Müssen wir unser Brot versuchen. Oh, einfach klappen wir unser Brot zu. Jetzt kommen wir direkt zum Geschmackstest. Und jetzt werden wir hier reinbeißen. Bro, oh mein Gott. Dieser Käse. Oh, scheiße. Alter, das schmeckt so lecker. Also, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Direkt nochmal reinbeißen. Wir haben es geschafft, Pizza mit Chili und Mac and Cheese zusammenzufügen und das in so einem Konstrukt, also wie man hier sehen kann, ist auf jeden Fall noch viel übrig. Ich habe es nur bis selbst geschafft, dann haben wir hier noch ein bisschen, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis wir das fertig kriegen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen verstehen, wie wir das gemacht haben. Es ging ein bisschen hektisch, Zeitdruck, dies, das, aber es war eigentlich schon sehr simpel, um ehrlich zu sein, also es kann auf jeden Fall jeder nachmachen. Aber das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und damit ich mal sagen, sehen wir uns zu einem neuen Video. Haut rein, ciao.